Alles klar, Leute. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gold Expert. Ja, ich habe die kleine Trainingseinheit beendet. Ich habe, kann ich euch sagen, hier oben bei den Alfruinen gelevelt. Und ich muss euch sagen, ich habe einige neue geile Pokémon. Ja, das seht ihr hier schon mal. Lissop ist auf 22 gekommen. Tackle, Heuler. Naja, nichts Besonderes dazu. Mr. Frost, 24. Kabuto, Level 20. Auch voll cool. Das gibt es dazu, finde ich. Es gibt auch Ammonitas und sowas. Und natürlich das letzte, was ihr gerade schon gesehen habt: Aerodactyl. Auf Level 10. Ich habe ihn mal mitgenommen. Weiß aber nicht, ob ich ihn verwenden werde. Mr. Frost kriegt jetzt erstmal den ab. Und ich gebe das Ganze Lysop. Wo ist er denn jetzt? Ach, Quatsch. Mano, ich habe jetzt hier falsch gesehen. I have looked falsch. Brauchen wir irgendwas? Mystic Water? Miracle Seed? Nee. Okay. Ich würde aber gerne Kabutos. Ah nein, mir das mal Mr. Frost. Nach vorne packen. Jetzt laufen wir hier mal weiter. Weiß gar nicht, wo ich letztes Mal stehen geblieben bin. War ich hier schon? Nein, hier war ich noch nicht. Who's there? Leave me and my Pokémon alone! Oh cool, Tragosso. Tragosso. Es ist jetzt eine Weile her. Verzeihung. Oh, Abilität. Marowak. Oh. Puh. Wuppa. Es ist eine Weile her, dass ich das letzte Mal gezockt habe hier. Ich habe eine kleine Pause eingelegt, zumindest was dieses Let's Play angeht. Was ihr am Ende natürlich nicht sehen werdet, das wird alles schön in einem Rutsch an 2-Tage-Zyklus hochgeladen werden. Aber ich wollte euch zumindest schon mal Bescheid geben. Ich habe auch anderweitige Let's Plays jetzt vorgedreht und dieses hier erstmal pausiert. Da ist meiner Ansicht nach, weiß ich nicht, mit den Pokémon Let's Plays, klar, ich möchte immer, dass da Pokémon Let's Plays hochkommen, weil ich halt ein Kind dieses Games bin. Aber dann fiel mir doch auf, ich möchte auch noch andere Let's Plays machen, wo es nicht um Pokémon geht, die auch mal ein bisschen anders, ja klar, in Kangama, die auch mal anders gestaltet sind. Und da war es dann so, dass ich auf kurz oder lang mir mal gedacht habe, verschiedene Final Fantasy Parts oder Teile zu spielen und andere Let's Plays. Also, ihr seht das ja auf meinem Channel, welche Let's Plays ich da überall habe. Es sind mittlerweile einige. Wir knacken ja bald schon eine Rekordmarke, was Videos angeht. Und hoffentlich auch bald was Abonnenten, Likes und sowas angeht. Abonnenten hätte ich auch gerne ein. Klar, wenn man. Hätte ich auch gerne ein paar mehr. Und klar, wenn man. Soll man einen Gedanken erstmal zu Ende fassen. Klar ist ja auch, dass man, wenn man seine Videos macht und merkt, oh, das sehen die Leute, ist das natürlich auch ein schönes Zeichen dafür, wenn man ein Abo abgibt. Was ich sagen muss, alle so ein bisschen. Oh, scheiße. Holla, die Waldfee. Was natürlich alles jetzt so langsam. Ja, es ist schwierig, was Abos angeht. Da man ja oft genug auch sieht, dass. Oh, scheiße. Oh, fuck. Wenn man ja oft. Oh, 27. Wenn man ja oft genug auch sieht, dass zum Beispiel. Ich möchte natürlich jetzt keine anderen Let's Player runter machen oder sowas. Aber wenn man dann sieht, dass einige ihre oder auch Zuschauer von YouTube einige Abos so rausklatschen und sich dann anstellen, weil kleinere Abonnenten oder kleinere Let's Player. Oh Mann, das geht nicht gut aus. Kleinere Let's Player. Keine Top-Hit oder sowas, sag ich mal, Let's Plays drehen von zum Beispiel den neuesten Games, die rauskommen. Und jetzt habe ich verloren. Das ist ungünstig, ne? Mist. Egal. Dass sie da so sparsam mit ihren Likes umgehen, mit ihren Abos, das finde ich so ein bisschen lächerlich. Ich muss mich da jetzt auch nicht vor verstecken, sage ich mal. Ich bin ja auch so einer, der sich sagt, ich gucke mir jetzt mal
von den großen Let's Playern gerne was an, aber natürlich auch von den kleinen. Mache ich auch gerne. Oder von anderen kleinen, sagen wir es mal. Und die abonniere ich dann auch, weil ich finde, die machen das toll, die machen sich die Arbeit. Die machen das nicht so professionell wie andere. Und ich finde, das muss gewürdigt werden. Und das wird es viel zu wenig. Ist so. Wo geht's denn hier nochmal lang? Aha. Also man muss auch mal sagen, Leute, die ihr das auch seht oder die sonst allgemein... Heilige Kacke. Heiliger. Was sind das alle hier? Ast-Trainer? Aha. Auch andere, die diese Let's Plays halt verfolgen oder sonst auch. Unterstützt doch mal ein paar kleinere. Wo ist denn das Problem? Es wird euch keinen Zacken aus der Krone brechen, wenn ihr mal einen kleineren Let's Player abonniert. Oder auch halt mal liked oder sonst was. Nicht immer nur die Großen, die das sowieso wirklich gut machen. Das muss man ja sagen. Die machen das ja wirklich also spitzenmäßig. Haben auch die Ausrüstung dafür. Ich persönlich habe jetzt auch nicht die professionellste Ausrüstung. Aber es läuft ganz gut mittlerweile. Es gibt immer mal so ein kleines Feature dazu. Trotzdem werde ich nie einer werden, der... trotzdem werde ich nie so ein Let's Player werden, der unbedingt alle Top-Hits, die gerade raus sind, Let's Playen müssen. Erstens, weil ich mich als Let's Player nicht so definiere, dass ich alle Top... gerade rausgekommenen Spiele, sondern als Let's Player der alten Schule, der sagt, weißt du was, ich spiele, auf die ich Lust habe und ich spiele, okay, und ich spiele, die aus meiner Zeit sind und Pokémon Glasklar aus meiner Zeit zum Beispiel habe ich jetzt nichts, wo ich sagen würde, was mich reizen würde, beispielsweise Assassin's Creed zu zocken, gibt's nichts. Nee, ich weiß nicht, warum ich es machen sollte. Weil ich für mich... ein Rihorn. Weil ich für mich keinen Anreiz sehe, das zu machen. Aus dem simplen Grund, das passt nicht zu mir. Ich vertrete immer noch die Ansicht, beziehungsweise ich vertrete das Image, wenn man es so ausdrückt, dass ich Retro-Spiele und sowas alles spiele, SNES-Spiele, Gameboy-Spiele von damals noch. Und das ist meine Richtung. Es gibt genug andere Let's Player, die diese neuen Sachen spielen. Da muss ich nämlich nicht auch noch zuzählen. Nee, ich finde, ich mache das, was ich mache, mache ich gut. Und ich merke gerade, wie ich von Themen abweichen kann, aber das kann ich auch gut. Aber darum geht es ja gar nicht. Ich versuche das Ganze hier nur etwas zu überbrücken. Aber es ist mir auch schon wichtig, dass ich das mal äußern kann und hier auf YouTube stellen darf. Damit das auch vielleicht mal andere hören, weil meiner Ansicht nach muss man echt... Scheiße, hier komme ich nicht durch. Meiner Ansicht nach muss man sich, gerade wenn man auf YouTube überhaupt nicht aktiv ist, wie viele der Zuschauer, die sich dann aber erlauben, über andere Let's Player herzuziehen, von wegen... Da habe ich das besser gesehen. Was bist du denn für ein Spastiker? Kannst du überhaupt nicht spielen? Geh nach Hause. Da muss man dann auch wiederum gucken. Ach, jetzt muss ich mir erstmal nicht hinsetzen hier. Da muss man auch wieder gucken. Ja, das sind diese sozusagen Hater, ne? Wie man so schön nennt. Davon habe ich keine. Bin ich auch sehr froh drüber. Klar, wer hat schon gerne Hater? Das ist frech. Jetzt muss ich an dem vorbei. Gemein. Hater hat keiner gern. Aber... Die gehören halt auch dazu. Ich finde natürlich, dass man nicht unbedingt gleich als Hater dastehen muss, sondern auch einfach, wenn man konstruktiv Kritik abliefert, dass das besser ist. Aber da stehe ich ja nicht mit alleine da. Jedem das seine, Meinungsfreiheit ist halt... Okay. Ist halt da. Muss jetzt auch nicht mehr kommentiert werden. Und als Schlusswort vielleicht noch, ja, ich bleibe meiner Linie treu. Ich werde auch diese Spiele weiterspielen. Es gibt natürlich auch mal neue Spiele. Klar, wenn ich ein Spiel finde, was ich super finde, dann werde ich das auch mal Let's Playen, ganz eindeutig. Die neuen Pokémon-Spiele zum Beispiel für den 3DS sind sehr gut. Die ich jetzt bisher gespielt habe, finde ich eigentlich ganz, ganz toll. Kann man auch weitermachen. Sind auch zu empfehlen. Aber dann hört es auf jeden Fall auf. Wie gesagt, diese Spiele wie zum Beispiel Assassin's Creed, ich gucke die gerne, ich
zocke sie auch selber, hab sie nicht persönlich, aber bei Kumpels oder sowas zocke ich die mal gerne mit. Aber dass ich davon jetzt ein Let's Play mache, das werdet ihr wahrscheinlich nicht erleben. Nein. Und ich weiß, das wird bestimmt einigen aufstoßen. Aber gut, das ist halt so, wie ich meine Let's Plays, meinen Channel sehe. Es ist ein Retro-Channel, auf dem ich die alten Spiele gerne älteren Spiele gerne spielen möchte. Was ich auch weiterhin tun werde. Muss halt sein. Oh, kann das Ding auch Hypnose. La, 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 la. Jetzt gucken wir nochmal, was wir hier ausrichten können. Wir kommen jetzt mal zum Thema Pokémon zurück. Machop. Ah. Oh. Autsch. Ein Critical Hit. Dreschflegel. Dreschflegel. Juhu. Lysop hat es geschafft. Super Level 9, was soll denn das? So ein Quatsch. Ich habe auch leider total vergessen, ob die Arenaleiter ihre normalen Pokémon haben oder andere. Oh, na super. Ah, Aerodactyl habe ich wahrscheinlich eh nur aus. Ich glaube, ich wollte ihn zeigen. Ja, wie gesagt, es ist lange her, dass ich das. Oder länger her, dass ich dieses Game das letzte Mal gespielt habe und jetzt weiterspielen möchte, da es noch offen ist. Und dann ist es natürlich ungünstig, wenn man nicht weiß, warum man ein Pokémon im Team hat, wie ich jetzt das Aerodactyl. Es gibt einen Grund, warum das im Team war, aber ich glaube, ich wollte es nur zeigen. Dass man bei den Alfruinen auch ein Aerodactyl fangen kann, bei den Icognitos. Ich glaube zumindest, dass es so war. You rotten bastard. Was? Was fällt dir denn ein? Ach, ach, Team Rocket und ihre Phlegmon-Probleme. Oh, ein Tanzer. Cool. Das ist uncool. Warum sprengt sich das Ding denn selbst in die Luft? So ein Quatsch. Bleib mal drin. Ich habe keine Lust, dass Zubat hier irgendeinen Quatsch macht mit Superschall und so ein Kram. Da gehen wir doch gegen an. Aha, ein Skorgler. Ja, genau. Auf meinen Bodenpoke. Ist nicht mal effektiv und zieht trotzdem so viel ab. Oder ist trotzdem vergiftet dann. Was soll denn das? Braves Lysop. Jetzt gehst du aber leider drauf, wa? Ja, der Stein ist auch weggeschoben, danke. Das ist aber nett. Was ist das denn? Das war ein Vorstand, der hatte auch einen Namen, habe ich gerade kurz gesehen. Aber warum denn Mewtwo? Was ist denn das jetzt? Klar, ich kann auch Mewtwo reinpacken. Warum nicht? Ist ja nur Level 20. Kein Problem. Bam, weg. Okay. Okay, okay, Kabuto. Opfere dich, damit ich Mr. Frost heilen kann. Was ist denn das, ey? Ja, toll. Mewtwo, was soll denn das? Zieht ja nicht viel ab, ey. Naja, das ist besser. Mit ein bisschen. Wie kommt man denn auf so einen Quatsch? Mewtwo! So, wenigstens weg.
Klar, ey, erzähl mir noch einen vom Pferd. Was war das denn? Rocket Maxis. Ja, anscheinend ist das der Vorstand gewesen, wa? Ah, den werde ich nicht das letzte Mal gesehen haben. Na super. Oh Gott. Lörball. Och man, oh. Warum muss das denn so anfangen, ey? Man muss natürlich auch aufpassen. So ist es bei mir zumindest. Ich hoffe, das geht euch nicht so. Ja, das brauche ich nicht. Oh, Super Potions gibt es hier. Dass man, so wie ich, irgendwann... TM4. Powerful Charge Attack. Oh ja, klar. Dass man, so wie ich jetzt zum Beispiel, irgendwann die Faxen dicke hat von den ganzen Pokémon-Let's Plays und dass man da Pause machen muss. Ich hoffe, das ist bei euch nicht so, dass ihr das immer noch gerne sehen möchtet. Ich könnte allerdings auch verstehen, wenn ihr sagt, irgendwann wird es zu viel, weil für mich wird es selbst auch zu viel. Ja. Ich merke, da ist irgendwann dann so eine Schiene erreicht, wo man sagt, nee, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr, hier ist Schluss. So, switchen. Ja, und die Phase ist jetzt, Gott sei Dank, noch nicht. Ja, sie ist da. Ist aber noch nicht ausgereift, sagen wir es mal so. Ich bin so jemand, der muss auch echt gucken. Der ist auch dann schwer zu begeistern dafür, dass er dann weitermacht. Klar werde ich diese Let's Plays beenden. Ich habe bisher alle meine Let's Plays beendet. Okay, bis auf Dark Rising 2, aber das war ja anscheinend noch nicht fertig. Ja, das muss man dann auch so sehen, das zählt ja dann im Moment nicht. Jetzt fertig ist, spiele ich es auch weiter, zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme. Ja, was das andere angeht, da muss man echt gucken. Hier zum Beispiel ist es jetzt auch wieder so, ich denke mal, ich werde jetzt noch die Arena machen, dann den Part beenden. Und dann wird wahrscheinlich erst wieder was anderes kommen, denn die Begeisterung für das Pokémon-Spiel momentan ist schwierig zu machen. Vor allem, weil ich Pokémon Gold, Silber, Gold Expert, jetzt Omega Gold habe ich ja auch. Es wird zu viel irgendwann. Privat spiele ich ja jetzt auch Y noch weiter und Omega Gold, Omega Rubin. Es wird zu viel. Und du das ganze Umfeld da um dich rum hast, immer Pokémon, immer Pokémon, immer Pokémon. Und du das auch auf deinem Let's Play Channel so hast, dann wird es irgendwann, das merkst du auch, wird es too much. Ey, aufhören. Um das zu unterbinden, damit ich auch den Spaß an dem Ganzen habe, will ich natürlich auch nicht zu viel machen. Sprich, ich werde hier jetzt gleich den Part hoffentlich mit einem Arena-Erfolg beenden können und im Anschluss dann erstmal andere Let's Plays weiterführen. Das Schöne an meiner Idee, so wie ich es mache, ist ja immer, ihr seht dieses Let's Play als vollständiges Stück. Ihr werdet nie eine große Pause haben eigentlich. Das ist nicht vorgesehen. Es sei denn, es ist gerade uni- oder arbeitstechnisch bedingt, dass es nicht möglich ist. Aber eigentlich habt ihr nie eine große Pause zwischen meinen Let's Plays. Es ist halt momentan so, dass... Ich weiß nicht, ob es zu diesem Zeitpunkt... Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es halt so, dass ich immer... einen Tag diese beiden Videos... einen Tag diese beiden Let's Plays, einen anderen Tag zwei andere Let's Plays hochlade. Sodass insgesamt 4 Let's Plays am Laufen sind. Momentan sind es 5. Die parallel laufen. Das ist auch Maximum. Am Wochenende gibt es ein Let's Play und es gibt halt 4 Let's Plays in der Woche. Drei davon sind sogar Pokémon bedingt. Das eine war ein Triple. Und das andere war Smaragd und Aqua. Aqua ein sehr guter Hack von mir. So wie Gold Expert eigentlich ein cooler Hack ist. So, was haben wir denn da jetzt? Ein Baxi! Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich bin Baxi. Ich bin glaube ich ein Chineser. 3 Pokémon, jetzt kümmern wir uns um ihn hier. Yanma 24. Alles klar. Mr. Frost, it's your turn. Ja. Frechheit hier. Perfekt. Lysop 24. Wer kommt jetzt?
Was? Moment, was? Xerox? Kannst du dir das schenken? Aua. Oh Gott! Ach Mann! Fuck! Leck mich doch. Ja, dieser Part wird dann doch mit einer Niederlage enden wahrscheinlich. Das ist ungünstig. Schade, ich dachte, er wird mit einem Sieg enden. Aber wer ahnt denn, dass der einen Xerox hat? Naja gut. Macht natürlich nichts. Es wird weitergehen. Im nächsten Part werden wir dann hoffentlich gegen ihn antreten können. Sonst muss ich erst den Rivalen herausfordern. Das ist natürlich schlecht. Ja, heilen bringt jetzt auch nichts mehr, es ist eh durch. Oh, Xerox ist besiegt, hey. Jetzt kommt aber leider noch Heracross und der beendet das Ganze. Ja. War abzusehen. Schade, Xerox habe ich nicht mitgerechnet, macht aber nichts. Wir werden das Ganze im nächsten Part weiter fortführen. Und dann soll der wohl liegen und dann kümmern wir uns auch um den Rivalen. Naja, machen wir erstmal einen kleinen Schnitt. Wir machen gleich weiter.